Es erhob sich aus einem Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Er aber sprach zu ihnen: Die Könige herrschen über ihr Volk und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste unter den Vornehmen, wie ein Diener. Denn wer ist größer, der zu Tische sitzt oder der dient? Ist nicht der zu Tische sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Ihr aber seid, die ihr ausharrt habt bei mir in meinen Fechtungen und wie mir mein Vater das Reich bestimmt hat, so bestimme ich für euch, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch in meinem Reich und sitzt auf Thronen und richtet die 12 Stämme Israels. Siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und er sprach zu ihnen: Als ich euch ausgesandt hatte, ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr je Mangel gehabt? Sie sprachen: Nein, keinen. Da sprach er zu ihnen:
Aber nun, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn, desgleichen auch eine Tasche. Und wer es nicht hat, verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, es muss an mir vollendet werden, was geschrieben steht. Er ist zu den Übeltätern gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben ist, das hat ein Ende. Sie sprachen, aber Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Barmherziger, ewiger Gott, du hast am Kreuze deines Sohnes unseren Tod auf dich genommen. Lass uns auch teilhaben an seinem Leben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.